Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 10 Updates und 11 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Willi für das Abo. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert von Robert und von Basti. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr Hofkönige seid. Wie immer starten wir mit den Updates. Und zwar kommt das erste Update für die verlorene Ecke. Das ist die Karte von Design Farming und Tina LNC. Downloadgröße 162,05 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, fliegende Objekte gefixt, Kühe gefixt, Milchproduktion überall verfügbar. An der BGA können Sie jetzt Ballen verkaufen, ohne das Land zu besitzen. Das nächste Update kommt für die Karte Brombach von The Lord. Downloadgröße 48,02 MB, jetzt in der Version von 1.3.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Precision Farming DLC-Kompatibilität hinzugefügt. Achtung, ein neuer Spielstand wird nur dann benötigt, wenn ihr mit Precision Farming spielen möchtet. The Lord hat noch eine zweite Karte, die ein Update bekommt, und zwar ist das die Karte Nordstrand. Downloadgröße 58,71 MB, jetzt in der Version von 1.2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Precision Farming Kompatibilität hinzugefügt, östlicher Kreisverkehr verbessert. Ein neuer Spielstand wird benötigt. Dann kommen wir zum Lizard T25 vom Kastan 18 und Hatchpack Modding. Downloadgröße 34,00 MB in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, zwei neue Kabinen hinzugefügt, neue Reifen hinzugefügt, neue Schmutzfänger, neue Textur für verschmutzte Fenster, Narbenfarbe korrigiert und Rückwärtsganghebel korrigiert. Das nächste Update kommt für die integrierte Exact Rate 8 RX Traktor Tanks von SID Modding. Downloadgröße 3,98 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Betankungsreparatur. Der Demko SideQuest 1000 kriegt auch das nächste Update von SID Modding und Brent Ellenburg. Downloadgröße 3,98 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Betankungsreparatur. Wir kommen zum nächsten Update und zwar für die kleine Heizanlage von Red Phoenix. Downloadgröße 4,34 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Info-Trigger hinzugefügt, Trigger-Marker hinzugefügt für Produktionsmanagement. Das nächste Update kommt für die alte kleine Wiegestation von Kobi oder Quay. Downloadgröße 7,05 MB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, allgemeines Modell wurde korrigiert. Die Mod Combine Experience von Yumi kriegt das nächste Update, Downloadgröße 36 KB in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Konflikt mit echtes Tempolimit Mod behoben. Und das letzte Update kommt für den Verkaufspreis-Trigger von Tunis, Downloadgröße 43 KB in der Version jetzt von 1.2.1.3 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Verkaufsstelle und Lagerebene für ausgewählte Waren, große Nachfrage Icon Fix und die russische Übersetzung. Und damit kommen wir zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese eigene Produktionen ausblenden, kommt von Tunis, Downloadgröße 16 KB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Damit blendet ihr die Produktionseinheiten ihrer Farm aus der Preistabelle aus. Das heißt, ihr müsst nicht mehr herausfinden, wohin ihr die Sachen bringen wollt, wenn ihr sie verkaufen wollt. Damit erscheinen eure Produktionen nicht mehr in der Verkaufsliste. Wir kommen zum Lacotec LH2 von Mister07, Downloadgröße 3,52 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser in zwei Ausführungen, einmal der automatisch gesteuerte und einmal der mit der manuellen Überladerohr. Wir schauen uns den automatischen an, der wiegt 2,9 Tonnen, kostet 85.000 Euro und kann ausgestattet werden mit einem zusätzlichen Feuerlöscher und natürlich dem Siliermitteltank. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Daran kann ein Häckselwerkzeug angeschlossen werden und damit könnt ihr im Prinzip mit dem Traktor häckseln gehen. Ihr braucht also keinen extrem teuren Feldhäcksler mehr,
sondern ihr könnt den jetzt am Dreipunkt anhängen. Praktisch ist es natürlich, wenn der Traktor zum Beispiel eine Reverse-Ansicht oder der Sitz sich dreht, wenn man rückwärts fährt, dann kann man nämlich dann das so natürlich häckseln. Es wird der Hinweis gemacht, wenn man die manuelle Rohrsteuerung wählt, also die manuelle Version davon, ist es zu empfehlen, dass kein Frontlader angebaut ist, da es dieselbe Steuerungselemente benutzt. Die nächste neue Mod heißt Landini 7 Series SWB, also der kurze Radstand. Dieser kommt von KRKZ Modding, Downloadgröße 9,34 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Landini mit der standardmäßigen Leistung von 165 PS, wird Robosix geschaltet, das heißt also automatisch. Hier ist eine Tankfüllmenge von 320 Liter für Diesel und 52 Liter für DEF. 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7,5 Tonnen und kostet 119.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein, Nukin und Trelleborg. Dann gibt es Warnschilder, ja oder nein. Frontladeranbau gibt es natürlich von Quickie oder Hauer. Dann die Motorenausführung gibt es den 7er, also den Robo 6 mit 165 PS und den 180er mit dem VV-Shift-Version. Dieser hat dann 175 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen dem Metallic oder dem normalen Blau und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Standard. Die nächste neue Mod finde ich Weltklasse. Das ist der Ponze 3. Holzernter. Dieser kommt von Kenny 456, Downloadgröße 9,61 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Ernter hier, wiegt 2,6 Tonnen, braucht 190 PS und kostet 70.000 Euro. Den kann man natürlich hinten oder vorne anschließen. Mit der Zapfwelle geht das perfekt, wenn vorne ein Zapfwellenanschluss ist. Und damit kann man in den Forst gehen. Als nächstes kommen wir zum SIP Star 430-12T. Dieser kommt von BGamer 003, Downloadgröße 8,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Schwader hier, wiegt 1,3 Tonnen, braucht 45 PS, Arbeitsbreite 4,3 Meter, 22 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 8.500 Euro. Das Design kann geändert werden vom alten zum neuen Design und es kann gewählt werden, ob entweder die Stütze oder Stützräder dran gebaut werden sollen. Wir kommen zum Krone Big X Series von Kyosho. Downloadgröße 20,54 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist dieser Häcksler hier, kommt standardmäßig mit der Leistung von 687 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1000 Liter, 150 Litern DEF, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, das Tankvolumen für das Siliermittel beträgt 20 Liter, wiegt 16,1 Tonnen und kostet 450.000 Euro. Die Anhängerkupplung kann getauscht werden von Standard zu Kugelkopfkupplung oder zurück. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein und Lizard und natürlich Trelleborg. Bei der Lizard-Variante haben wir vorne Bandlaufwerke, die können verbreitert werden. Da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Optionen. 3 Optionen gibt es. Dann gibt es Zusatzgewichte, die hingebaut werden können, und zwar hinten. Das sind einmal 800, 1600, 2400 und 3200 Kilo. Die Hupe kann oben noch drauf gebaut werden, einmal Lufthorn und einmal ohne. Dann gibt es Standardscheiben, Scheibentönen 25%, 30% und zurück. Dann die Dieselkapazität gibt es die 1000 Liter oder die 1500 Liter Version. Motorenausführung gibt es den 680er mit 687 PS, den 780er mit 775 PS, den 880er mit knappen 900 PS, den 1180 mit 1156 PS. Das Entladerohr kann verlängert werden von 1,50 m, dann zu 2,30 m Verlängerung und zurück zur Standard. Das ist alles, was man hier einstellen kann. Hervorragend und schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt zusätzliche Palettenlagerung. Diese kommt von GH66 Mods, Downloadgröße 41 KB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Sie nutzen gerne Produktionen, haben aber oft zu wenig internen Speicherplatz für fertige Produkte. Dann ist der Additional Pallet Storage Mod
genau das Richtige für Sie. Dieser Mod ist ein platzierbares Objekt, das als Produktion fungiert und über dem Paletten-Spawn-Punkt der Produktion platziert wird. Das heißt also, die Produktion erst platzieren und dann über den Spawn-Punkt und am besten da, wo die erste Palette spawnt, das dann drauf machen und damit wird das dann eingelagert in ein externes, unsichtbares Gebäude. Dann kann man das wieder rausholen. Das ist zusätzlicher Speicherplatz von 250.000 Liter. Sind zu finden im Baumenü unter Gebäude und Silo-Erweiterung. Da gibt es für jedes der Produkte, die im Standardspiel enthalten sind, diesen Trigger. Das heißt einfach das draufpacken dann über die Produktion und dann ist das hervorragend gelöst. Es gibt offenbar ein kleines Problem im Spiel. Damit verliert man jeweils einen Liter einer Palette. Dem wird entgegengewirkt, indem das hier aus 999 Einheiten eine Palette entsteht. Das ist das, was hier gemacht worden ist. So einfach ist das zu aktivieren und zu deaktivieren. Die nächste neue Mod heißt Milchschafpack. Diese kommt von Erschaba von VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 5,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich unter Tiere und Schafe. Da gibt es die drei selben Gehege, die wir schon kennen. Das sind diese drei hier. Kostenpunkt zum Platzieren 19.000 Euro, 39.000 Euro und 75.000 Euro. Sind also etwas günstiger als die ursprünglichen Gehege. Kapazität liegen zwischen 30, 60 und 120 Schafen. Diese Schafe produzieren jetzt nicht mehr Wolle, sondern Milch und damit kann dann entsprechend auch andere Produkte hergestellt werden. Zum Beispiel hier in der Schafkäsefabrik kann hergestellt werden, ich platziere die mal hier, kann hergestellt werden natürlich Schafsmilch und Schafskäse. Das ist das, was hier hergestellt werden kann. Dann gibt es noch eine Verkaufsstelle, natürlich unter Verkaufsstellen im Produktionsmenü. Und dann könnt ihr Schafskäse, die normalen Käse, Schafsmilch und normale Milch dort verkaufen. Das ist das Paket von Erschaba. Es ist leider so, dass man entscheiden muss, entweder Milch oder Wolle. Leider gibt es die Kombination nicht, wo man beides haben kann. Vielleicht würde das dann in einer weiteren Version gemacht. Die Betonhalle ist die nächste neue Mod, kommt von LS Design, Downloadgröße 5,96 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden unter Gebäude und Hallen, ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 106.000 Euro, ob schon in der Mod-Beschreibung von 80.000 Euro zu lesen ist. Also da steht 80.000 Euro, hier im Shop kostet sie dann 106.000 Euro. Unterhalt pro Tag 40 Euro und das ist diese Betonhalle hier. Gibt auch die Lichtfunktion, das ist diese hier. In der Mod-Beschreibung steht auch etwas von zwei zu öffnenden Türen. Hier gibt es drei Tore, also da ist was schiefgelaufen bei der Übertragung dieser Mod. Die nächste neue Mod heißt Mehrfruchtsilo BR, kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 9,38 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist dieser Giga-Gebäude hinten dran, zu finden unter Silos natürlich im Baumenü. Und zwar ist das dieses Silo hier, ein gigantischer Komplex, hat eine Kapazität von 1,3 Millionen Litern von allen Gütern, wie man möchte. Kostenpunkt zum Platzieren 230.000 Euro, Unterhalt pro Tag 120 Euro. Hier gibt es die Lichtfunktion, hier gibt es einen simulierten Ofen, gibt es einen Unterstand, hier gibt es noch einen Unterstand, hier holt man dann die Ware wieder raus. Und hier bringt man die Ware rein. Das ist ein Riesensilo-Komplex. Da braucht man viel Platz, um diesen platzieren zu können. Und damit kommen wir schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt diese Silolagerung und Verteilung. Kommt von Nike 3, Downloadgröße 14,03 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Hiervon gibt es drei Größen. Einmal das kleine Silo hier für 100.000 Euro, einmal das mittlere für 180.000 Euro und das große für 450.000 Euro. Die Lagerkapazität des Großen liegen bei 6 Millionen Liter für jedes Gut. 2 Millionen sind es beim mittleren und 400.000 beim kleinen. Die Unterhaltskosten pro Tag liegen zwischen 50 und 200 Euro. Was kann diese Mod? In dieses Silo könnt ihr einfüllen alle Güter, die geerntet und alles, was auf dem Hof verfügbar ist. Auf den Karten, die ganzen Standardprodukte können hier eingelagert werden und dann können die, anstatt wieder rausgeholt zu werden, können die direkt auf Verteilen gestellt werden, sodass die direkt an die Produktionsstätten verteilt werden. Hier kann man entscheiden, ob Paletten gespawnt werden sollen, ja oder nein. Also wenn man die Barrieren hier auf dem Trigger hat, werden keine Paletten gespawnt. Und wenn man hier rauf geht, dann kann man das umändern. Des Weiteren gibt es dazu den Ei-, Honig- und Wollverteiler. Die kann man einfach so platzieren. Und dann kann man die Paletten da hinbringen und das kann man dann entsprechend hier hin verteilen. Ja, das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, misst du keine weiteren Mod-Vorstellungen und auch keine anderen Inhalte auf diesem Kanal verpassen. Überlege dir doch, den Kanal zu unterstützen, indem du eventuell Mitglied wirst von diesem Kanal. Damit unterstützt du den Kanal, dass wir Serverkosten und andere Kosten decken können. In dem Sinne würde ich sagen, freue ich mich auf den Livestream, vielleicht bist du dabei. Wenn du das Video erst danach siehst, dann hoffe ich, du kannst das danach schauen, das Video oder den Stream danach angucken. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder wann immer du dieses Video anguckst. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder mit den neuen Mods von morgen. Bis dann. Danke, tschüss und hasta luego.